Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im umkämpften Gazastreifen erneut eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas angegriffen. Die Zentrale lag in einem Gebäude, das früher eine Schule gewesen sein soll. Von dort aus habe die Hamas Terroranschläge gegen Israel geplant, heißt es vom israelischen Militär. Auch gegen die Hisbollah im Libanon geht das israelische Militär offenbar weiter vor. Kampfflugzeuge hätten knapp 2 Dutzend Angriffe im Süden Libanons geflogen, verlautete am späten Abend aus libanesischen Sicherheitskreisen. Und Max Hermes, der ist für uns vor Ort in Tel Aviv. Max, guten Morgen. Wir hören jetzt also, Israel hat nach eigenen Angaben eine Kommandozentrale der Hamas angegriffen. Was kannst du uns genaueres darüber sagen? Guten Morgen, Feli. Guten Morgen, Thomas. Ja, das israelische Militär spricht da von einem wichtigen Schlag. Man habe dort erneut Strukturen der Hamas zerschlagen. Die Hamas selbst sieht das ganz anders, ordnet das anders ein, spricht von einem Schulgebäude, was dort getroffen worden sei. Zum Teil kann man das oft auch nicht unterscheiden, weil dort die Gebäude nah beieinander liegen oder entsprechend untertunnelt sind. Es kann durchaus auch sein, dass diese Kommandozentrale sich unter einer Schule oder Ähnlichem befunden haben könnte. Das können wir von hier aus nicht überprüfen, weil internationale Journalisten momentan keinen Zugang zum Gazastreifen haben. Es gibt derweil einen neuen Plan von Premierminister Netanyahu, den Norden des Gazastreifens weiter in eigene Kontrolle zu bringen. Er spricht dort von einer Belagerung, also den Menschen, die dort sind. Aktuell wolle man eine Woche Zeit geben, dort das Gebiet zu verlassen und dann dort selbst die Kontrolle übernehmen, vor allen Dingen über die Lebensmittelversorgung, die aktuell noch von der Hamas übernommen wird. So möchte man auch Geldflüsse der Hamas austrocknen. Aber das würde eben auch für viele Menschen dort wieder bedeuten, dass sie erneut umgesiedelt würden.